are watching CNBC, the Kardashian News and Business Channel. Der Mond steht günstig über Cardassia. Der gute Ghoul richtet sich zum Anbruch des neuen Jahres an sein geliebtes Volk und den Alpha-Quadranten. Guten Abend, verehrte Brüderinnen und Brüder. Unser geliebter Gönner, unser guter Ghoul, hat auch im vergangenen Jahr unser Imperium weiter ausgebaut, unsere Macht und seine Stärke unter Beweis gestellt. Nun wendet er sich in dieser Stunde des Neuanfangs an sein geliebtes Volk. Trotz widrigster Umstände sendet er uns seine wärmende Botschaft direkt aus einem geheimen Ort im Alpha-Quadranten und wird euch allen den gewohnten Trost seiner warmen Worte zuteil werden lassen. Tagtäglich erobert er in erbitterten Abokämpfen abtrünnige Areale im Alpha-Quadranten zurück. Niemals weichend und jedweder Gefahr trotzend scheint sein Licht als immerwährende Boje der Hoffnung für uns alle. Erhebt euch nun, ihr Subjekte seines Lebenswerks. Stimmt ein in die Hymne des Glaubens an den Ghoul und erfreut euch an den heroischen Worten, die unser geliebter Ghoul für euch vorgesehen hat. Der Ghoul wird Ihnen präsentiert von Cardassia Prime, einer Marke von GHL. Der gute Ghoul, ein Held für Jung und Alt, kämpft seine Schlachten bis zum Schluss, vor keinem Macht erhalt. Für Gerechtigkeit steht er, ist niemals weit von dir. Ein Gentleman der Macht in zeitlosem Triumph. Er scheint so hell am Firmament, er führt uns in den Ruhm. Wir haben ewiges Vertrauen in den guten Ghoul. Geliebt von allen, lässt er dich nie im Stich. Kämpft seine Schlachten bis zum Schluss, niemals gibt er auf, der gute Ghoul. Achtung, Alpha Quadrant. Achtung, Volk. Achtung, Abtrünnige. Es spricht euer Ghoul. Ein auf eurer Seite entbehrliches Jahr liegt hinter uns. Und dennoch blickt Cardassia, blicke ich, euer Ghoul, voller euphorischer Zuversicht in die Zukunft. Denn das auslaufende Jahr war auch geprägt von unter größten Anstrengungen errungenen gemeinsamen Erfolgen. Wir haben erneut bewiesen, wie effektiv, wie präzise und wie gnadenlos in ihrer Ehrlichkeit unsere Herrschaftsorganisation ist. Wir haben die Doppelmoral und die Schwäche der Föderation und ihrer schäbigen, flachhälsigen Alliierten abermals aufgedeckt. Mein Dank gilt daher allen fleißigen Subjekten, die unter meiner Führung zum Erfolg von Cardassia beigetragen haben. Selbst die faulen bajoranischen Minenarbeiter haben mir dank des neuen Präfekten auf Terognor passable Dienste geleistet. Das Propagandawerkzeug des Zentralkommandos, der YouTube-Kanal von Sci-Fi News, von der unsichtbaren Hand eures geliebten Ghouls geführt, hat dank eurer Hilfe nahezu den gesamten Alpha-Quadranten durchdringen können und residiert nun unangefochten an dessen Spitze. Liebe Brüderinnen und Brüder, liebe freiwillige Minenarbeiter, Flachhälse und bajoranische Schweine, ich habe meinen Ghoul-Befehl stets gepredigt und ihr seid meinem Ruf gefolgt und habt das Abo hier im Kanal gelassen. Aber dennoch, immer noch widersetzen sich fehlgeleitete, räudige Hunde meinem Abo-Befehl. Und daher haben wir auch 2022 unter dem großen Jubel von Hunderttausenden die harte Verfolgung all jener fortgesetzt, die immer noch kein Abo im Kanal gelassen und die Glocke gedrückt haben.
Lasst euch nicht von törichten Versprechen rund um eine zivilisationenübergreifende Kraft für das Gute fehlleiten. Denn am Ende wollen diese Mächte nur eins. Euer hart verdientes Latinum. Abonniert noch heute diesen Kanal und steht auf der richtigen Seite der Geschichte. Ich, euer Ghoul, werde nicht ruhen, bis meine Gunst, meine Gerechtigkeit und meine Güte jeden von euch erreicht hat. Hierzu gebe ich euch mein Ehrenwort. Ich wiederhole, mein Ehrenwort. Meine besten Berichterstatter Daniel Rebiger und Großjohann haben nach nur minderschwerem Druck durch euren geliebten und gerechten Ghoul freiwillig zugestimmt, auch im nun bevorstehenden Jahr Cypher News TV und das CypherNews.de Video Review fortzusetzen. Gerade auch für alle Hungerleidenden in den äußeren Bezirken eine willkommene und frohe Botschaft. Denn Hochkultur, liebe Brüderinnen und Brüder, die lässt sich auch mit leeren Mägen genießen. Nach meiner Anordnung folgt im ersten Quartal nicht nur die beeindruckende Reportage vom Wendelstein-Observatorium, begleitet vom Ghoul-Verweigerer Herrn Professor Dr. Harald Lesch, sondern auch die Fortsetzung der Videoreviews zur letzten Staffel Star Trek Picard ab dem 17. Februar. Und das, liebe Freunde, ist ja bei weitem noch nicht alles. Im zweiten Quartal wird mein neuer Lieferdienst mit dem einprägsamen Namen Cardassia Prime die guten Gaben des Ghouls auch in die entferntesten Bezirke des Quadranten transportieren. Die neue Galor-Klasse vom Logistikpartner GHL mit großem Kofferraumvolumen und Sporenantrieb wird die lächerlichen Dienstleister der Föderation endgültig aus dem Quadranten fegen. Zusätzlich und nur für euch lässt die monatliche Veröffentlichung aller Raumschiff-Highlander-Filme beginnend ab dem 15. Januar im YouTube-Kanal eure Herzen gebadet in meiner Glorie frohlocken. Ich habe bei anderer Gelegenheit einmal gesagt, die Maßnahmen, die ich ergreife, sind ein Wumms. Man kann sagen, das hier ist ein Doppelwumms. Und zeigt es doch ganz klar eins. Wir können es mit dem unweigerlichen Glauben an den großen Ghoul gemeinsam schaffen. Lasset uns nun denen huldigen, die Großes im vergangenen Jahr für mich, für Cardassia, für euren guten Ghoul geleistet haben. Daniel L. für die sofortige Bestellung meines neoliberalen T-Shirts. Du hast die Kriegskassen in einer der dunkelsten Stunden des Imperiums mit Hoffnung gefüllt. Daniel K. vom Wahrheitsblatt Zukunft ja für seine unerschütterliche Treue und stetige Unterbringung meiner wahren Botschaften. Dominik S. und seinem Zero Brain und den vielen 100 Billionen Getreuen. Unter ihnen Hans-Peter K., Steve, dem Gamer, Saskia, Antje, dem Drum Eagle, Torim und noch so endlos vielen mehr. Mein Versprechen gilt. Auch im Jahr 2023 werde ich alles tun, dass euch niemals die 5 Lichter erlöschen, alles geben für gute Unterhaltung und alles opfern für Spaß und Gags auf allen Decks. Liebe Brüderinnen und Brüder, liebe freiwillige Minenarbeiter, Flachhälse und bajoranische Schweine, euer Ghoul wünscht euch ein siegreiches Jahr 2023. Der Ghoul regiert. Wo der Ghoul, der übernimmt. Wo der Ghoul, der bestimmt. Wo der Ghoul, der befiehlt. Der gute Ghoul, der siegt. Oh ja, der Ghoul führt. Ja, der Ghoul regiert. Der gute Ghoul ist wieder hier. Der Ghoul wurde Ihnen präsentiert von Cardassia Prime.
einer Marke von GHL.